Soll ich die ganze Karte hier lang? Hallo und herzlich willkommen zurück. Ne, nicht zurück. Neu auf der. Moment. Dead Deer Ranch. DDR. Alles klar. Und heute Abend mit. Da ist er, Sebastian. Hallo. Howdy, Partner. Howdy. Und dem Detlef. Howdy. Hi, folks. Ja, das wird ist unser Nachfolgeprojekt zum Hof Hirschberg. Hier werden wir auf die weitgehend seriöse Weise, so wie wir es denn vermögen, mit der Axine und dem Patrick auch wieder zusammenspielen. Ihr werdet ihr viele Folgen von uns bekommen, denke ich. Die Karte ist natürlich nicht die Dead Deer Ranch, sondern das ist die Valley Crest 4X. Und zwar, einige von euch kennen das sicherlich, basiert das ganze Ding auf der Gold Quest Valley aus dem LS17 und ist jetzt für den LS19, also ich glaube, gab es meiner Meinung nach schon im LS17 auch, und ist jetzt für den LS19 angepasst worden. Ne, entsprechende Größe hier drin mit sehr viel Liebe zum Detail, da ist ja auch Gold Quest umgebaut worden. Hier außen dann noch ein paar sehr, sehr große Felder hinzugefügt. Produktionsbereich, ich habe Zuckerfabrik gesehen, ich weiß aber nicht genau, ob das alles läuft, wie das läuft. Hier ist ein riesen mega Supermarkt, ich habe keine Ahnung. Müssen wir uns auf jeden Fall mal angucken, ich habe noch nichts gesehen. Ja, und bevor ich es vergesse, ich werde es nämlich vergessen, spiele noch kurz ein Intro ein. So, da sind wir auch wieder. Ja, die Karte, die Frage ist, wie wollen wir das jetzt hier starten und erkunden? Ich bin, glaube ich, schon. Ne, ich bin noch nicht in der Ranch. Ah, ihr seid zwei aber schon. Okay. So. Da, guck mal, dass es hier jede Menge Produktion. Es gibt Schweine, Kühe, gibt es zwei Ställe, sehe ich gerade. Pferde, Schafe. Und die Zuschauer kennen das sicherlich schon. Das sind die Gebäude aus dem Pack vom Bernie von Modding Welt. Wobei, Produktionen gibt es hier keine. Also ich sehe keine, das sind alles bloß Verkaufsstellen, ne? Ja. Ja. Gut, im Zweifel nehmen wir halt ein paar Placeable-Produktionen drauf, wenn wir da irgendwie was Sinnvolles finden, was passt. Was ist denn mit Früchten? Gibt es mehrere Früchte? Ne, Standardfrüchte sind drauf. Ja. Da müssen wir uns ein bisschen an den Standard halten und selber halt, wie wir es immer so gerne machen, ein bisschen nach unserem Gutdünken umbauen, ne? Optimieren. Genau, optimieren. Sehr gut. Ja, aber ich glaube, wir haben tatsächlich nichts, ne? Also wir haben nicht nur nichts, wir haben gar nichts, oder? Hast du auf mittleren Schwierigkeitsgrad gestartet, oder? Ja. Na gut, dann hast du... Farmmanager hast du nichts. Gar nichts. Nee. Ich denke auch, wir haben nichts. Wir haben keine Ländereien. Ah, da können wir uns aber noch entscheiden, ob wir uns ein bisschen Geld für den Start bringen wollen. Was ist denn... Allein das Gelände, wo wir jetzt draufstehen, würde schon über eine halbe Million, fast 600.000 kosten. Du musst damit einem auch dann nachher die Stelle gehören. Ja, den Hof müssen wir auf jeden Fall haben. Das hilft ja nichts. Ob wir die Stelle schon direkt bestücken oder nicht, das ist ja egal, aber einen Hof müssen wir ja haben. Ich würde tatsächlich sagen, lass uns doch mal grob schätzen, was wir an Kapital auf der Hof Bergmann gehabt haben. Wir haben beim letzten Update haben wir 10 Millionen raufgenommen und haben alles gekauft und gemacht und hatten nachher noch 2 Millionen übrig, die wir wieder rausgenommen haben, ne Sebastian, ungefähr? Kann das? So, in der Richtung hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Was haltet ihr davon, wenn wir sagen, wir starten hier mit 8 Millionen, dass wir das von der Bergmann mitgenommen haben? Das finde ich nur geltendes Recht. Hatten wir so viel auf der Bergmann? Naja, wir haben schon einiges an Ländereien gehabt. Das darfst du nicht vergessen, da sind schon ein paar hunderttausend Dinge. Ja, okay, gewesen. Wenn du das alles zusammenzählst, dann ja. Ich war jetzt eben rein bei dem Bargeldbestand, weil ich meine, dass der lag, glaube ich, bei irgendwas bei 4 Millionen oder so, ne? 4,5 oder so. Echt, wir hatten 4,5 Millionen in Bar? Nein, nicht auf der Hof Bergmann, nee. Da waren wir bei 200.000, 300.000. Ja.
Nee, ich meine tatsächlich das komplette, wie gesagt, Sebastian hatte uns 10 Millionen ercheatet, dann haben wir alle also alles gezogen, alle Traktoren, alles Dings gekauft. Und nachher, als wir zum Schluss da waren, hat Sebastian noch, da hatten wir schon auch die teuren Traktoren und LKWs wieder verkauft und da hatten wir noch, ich glaube, 2,5 Mille haben wir weggemacht. 2,5 Millionen, oder so. Genau, die haben wir weggemacht, ja. Dann wären wir bei, ja, von mir aus auch 7,5 Millionen, mit denen wir hier starten könnten. Das finde ich nur, also ich finde das gerechtfertigt. Wenn ihr ein Okay gebt, dann kann Sebastian hier direkt wieder seinen Cheat starten. Obwohl, sag mal, wie geht denn das? Dann kann ich das auch, kann den User noch auch mal zeigen. Hast du die Cheats aktiviert? Ja. In der Kommandozeile? Ja. Konsole öffnen? Habe ich. GS. Groß C. Und dann die Tab-Taste. Cheat Money, ja, da haben wir es. Und ja, wir brauchen dann noch 6,25 Millionen, ne? Ja, wobei wir haben hier wahrscheinlich auch noch die, die 250.000 Schulden. Ja, das ist egal. Kredit. 6,25 Millionen. Ach, mir ist auch 6,5. Weil die hat man auf der HB zurückbezahlt. Ja, dann haben wir jetzt 6,5 und dann kannst du von mir aus auch gleich den Kredit zurückbezahlen. So, und jetzt hast du den Vorteil, wenn du den Cheat anhast, wenn du mal rennst, du merkst, du rennst hier jetzt wie Sau. Ah, da können wir auch ein bisschen die Karte uns angucken, ne? Jetzt haben wir eben den Kredit zurück, ja. Also ich habe die Cheats nicht aktiviert, ich kann da nicht rennen. Nee. Und den Player Speed haben wir leider auch nicht drauf, ne? Nee, hier haben wir den tatsächlich nicht drauf. Was mich mal interessieren würde, wie kannst du dich hier als Admin auch wieder ausloggen? Nee, gell? Weiß ich gar nicht. Hast du schon mal versucht? Ja, egal. Wir könnten ja sagen, wir mieten uns mal alle geschwind jeder ein Auto und dann fahren wir mal eine Runde über die Karte. Oder jeder darf sich einen Traktor schon kaufen, oder? Ja, da bin ich dabei. Also, was auch immer. Also, jeder Traktorkauf ist, glaube ich, was viel. Dann sind wir schon 1,5 Millionen wieder los. Muss ja nicht der größte sein. Ach so. Oh. Das finde ich wieder blöd. Bei den Wegen, also ich finde, die Attacke mit Automieten fand ich jetzt nicht so schlecht. Ja, dann. Aber nicht den alten, oder? Oder doch den alten? Ach, der alte ist auch irgendwie cool. Doch, wir müssen den alten mieten. Dann auf hier so ein bleiches Rot oder sowas. Jeder darf sich selber ein Auto aussuchen. Ich will mir selber ein Auto aussuchen. Ja, such dir nur zwei. So viel Auswahl gibt es da hier nicht. Nur zwei. Da, hier mieten. Zack. Pickup 1978, der ist ein Jahr älter als ich. Abgefahren. So, Shop ist unten links. Ah, guck mal. Hat sich einer einen Gator gemietet. Ja. Ja, also darfst du, ist ja deiner. So. Ja, das hier ist auf jeden Fall nicht von der Gold Quest, Crest Valley. Der Shop ist tatsächlich umgezogen worden. Der Shop gab es nämlich ursprünglich auf der gegenüberliegenden Seite. Morgan's Massive Motors. Ja, und da hinten dran 200 Jahre Schröder Landmaschinen. Ja, mir ist auch hier ein Silo schon von Nordzucker aufgefallen. Wollen wir denn damit erstmal zu unserem... Achso, wo ist denn Detlef eigentlich? Der Shop eigentlich. Das tappt doch einfach durch, so viele Fahrzeuge haben wir nicht. Muss ja trotzdem wissen, wo der Shop ist, ne? Ja, ist links unten. Oder links vom Hof. Unten? Bisschen südwestlich vom Hof. Okay. Ui, da kamst du aber ganz schön angedüst. Da hinten steht ein Auto. Jetzt, wo ist denn der Spawning Point? Da hinten. Da, this way. So, auf, ich schub's den Sebastian mal eben beiseite, steht mir nämlich im Weg. Ja, es ist, wenn man so ein Zwergenauto mietet. Guck, wo das hier spawnt. Wo spawnt das denn hier immer?
So, wollen wir erstmal zum Hof fahren? Oder wir könnten noch hier hinten rum zum Hof fahren, dann können wir an der BGA vorbeifahren. Pass auf, machen das mal. Ich finde tatsächlich, für eine US-Map ist noch relativ viel Berglandschaft mit drin, ne? Kommt ja, auf gut. Die Gegend an. Ja. Amerika sind nicht nur Zillionen Kilometer große Felder, sondern ja, wir haben gerüchteweise auch Berge. Du meinst, es ist nicht die Great Plains? Wenn das irgendwie Colorado oder so ist, und das Gebiet Colorado. Ist fast so alt, Colorado, kommt das auf der Schule auf den Dach. Genau, da kommt Haribo oder so. Uns Richter ausbauen. Da unten ist Sägewerk, so wie es aussieht? Ja. Das ist auch tatsächlich bei der Gold Quest so der Fall gewesen. Mein Gott, habe ich hier an der Brücke im KI-Verkehr gestanden. Bis ich schwarz wurde. Aber hier ging früher eine Bahnlinie lang. Also auf der Gold Quest, die haben tatsächlich verschoben, ne? Alter, das ist ein schönes Bild hier, die drei Autos nebeneinander. Mal ein bisschen Synchro fahren. Ja, hier links kommen wir jetzt zur BGA. Oh, hier nicht. Bin. Oh, ein bisschen früh links gefahren. Oder? Wo ist BGA? Ja, eigentlich ist ja. Die genau hier hoch. Das war, sah aber hier auch im 17er anders aus. Mal gucken, wie kommt man denn da hin jetzt? Soll da außen rumfahren, oder was? Guck mal, du musst da vorne, kannst du einfach hochfahren. Aber ich fahr jetzt mal hier den Berg hoch, das geht auch. Ich fahr jetzt einfach mal hier hoch. Ja. Ich kann nicht. Ach, es war auch schon einiges umgebaut worden, aber sieht noch ziemlich 17er-like aus. Gärrestbehälter. Oh. 4 Bunker. Ja, aber nicht so wie ganz groß wie die. Guck mal von hier hoch. Interessanterweise hat im 17er das hier immer übrigens funktioniert mit der Gärreste-Plane, ne? Da gibt es ja wohl noch Probleme hier im 19er. Die Gärreste sind halt wirklich angestiegen. Konntest du sehen, wie die hochgehen? Mhm. Ja, aber das jetzt anscheinend geht das ja noch nicht, ne? Wissentlich, also meines Kenntnisstandes nach, nein. Mein Sohn hat da am meisten Spaß dran gemacht. Der wollte immer, dass ich da reinspringe. Ich sage, nee, das stinkt. Oh, spring rein, Papa, reinspringen, reinspringen, reinspringen. Das stinkt aber. Papa, reinspringen. Ja, so ist das halt mit den kleinen Kindern. Wissen wir auch, was dein Sohn von dir hält. Hey, hey, hey. Bisschen freundlich, ja. Bisschen freundlich. Aber hier ist nur Authorized Vehicles, ne? Was ist hier? Nur wer Zugang hat, darf die Wege fahren. Ach so, dürfen wir da gar nicht lang fahren? Das ist auch tatsächlich hier, dass da überhaupt ein Weg ist. Das gab es im 17er in der Originalkarte definitiv nicht, dass hier noch eine Straße war. Aber das habe ich immer verflucht, dass man nicht von beiden Seiten ranfahren konnte. Sehr coole Sache. Die Frage ist auch, ich glaube, die ganze Karte können wir uns jetzt gar nicht angucken. Das wird wahrscheinlich so nach und nach alles passieren. Das wäre ein bisschen viel. Die ist nämlich doch relativ groß, fällt mir gerade auf. Wenn man hier mal so rüberfährt. Ja, ich denke mal, das Beschreibungsstand ist halt für vierfach, ne? Ja. Ach so, das 4x steht für 4. Das wäre auf jeden Fall clever irgendwie. Aber der Zug scheint gar nicht unterwegs zu sein, oder? Ist doch wunderbar. Ach so, warte mal, können wir da. Ne, durchswitchen können wir auch nicht, ne? Wir können auch nicht in Zug switchen. Ich meine aber, im Singleplayer hätte ich einen Zug gesehen. Oder täusche ich mich?
ein. Ich würde auch erstmal sagen, ja, aber der KI-Verkehr ist auch aus, oder? Stimmt. Direkt hier tanken. Ja. Da fährt der Zug auch nur, wenn der KI-Verkehr an ist. Das wäre natürlich logisch. Na, Verkehr ist aber an. Da kommt auch, ja, guck mal, da kommt auch ein Auto. Hier. Yeah. Das ist halt, ja, Amerika. Da gibt es halt nicht so viele, ne? So viel. Witzig ist, dass der Modder hier wirklich alle Wege, die auch so einfach nur so Feldwege waren, wo da hat er überall Beton draufgezogen. Das hier sind alles ursprünglich in der ersten Map nur reine Feldwege gewesen. Ich weiß noch, da habe ich die Felder hier rechts von uns und links die beiden zusammengepackt. Klar, habe ich schon im 17er gemacht, ne? So, und hier hinten kommen wir wahrscheinlich, ja, da kommen wir aus der Map raus. Das gab es im, wie gesagt, da gab es im 17er, ging das hier nicht weiter. Das meinte ich damit, Sebastian. Dann kommst du hier raus, da wird so ein bisschen lichter mit allem, finde ich. Jo. Ja, das ist dann Feld 8 schön groß. Dann eher so Great Plains Feld 8. Ja, stimmt, das ist Meist drauf, das schreit nach einer Excel-Aktion. Naja, bis wir da sind, dass wir das leisten können. Hast du dir gedacht, fährst du mal einfach quer durchs Feld, ne? Gehört mir ja nicht. Ja, wir können ja schon wieder keine Lohnarbeit durchführen, wenn die Bauern das sehen, was wir hier alles so tun. Ach, guck mal, hier ist aber ein großer Bereich dann auch für eine Hoferweiterung. Das schreit doch geradezu nach weiteren Gebäuden, die wir setzen können. Also, ja. Und hier, was ist hier hinter? Dafür wird das auch angelegt sein. So sieht das auch aus. Ja. Führt das irgendwo noch hin. Was haben wir hier? Ja, hier war wahrscheinlich mal irgendwas Produktionsartiges drauf, ne? Naja, wir werden auf jeden Fall, also hier, ich denke, wir haben hier auf der Karte genug Potenzial, um viele neue Sachen mal auszuprobieren, zu testen. Gut, du müsstest gucken, das, ich meine, das kann ja sicherlich kein Hexenwerk sein, dass du jetzt sagst, du hängst dir hier noch andere Fruit Types rein, wie, was weiß ich, Kirschen oder was weiß ich, ja. Dass wir uns das ein bisschen individualisieren, danke. Gerne. Und, also ich bin ganz dafür, die Modder-Schwaben dürfen sich da voll ausleben. Das ist ja schon ein schöner Park hier. Ja, das ist auch gänzlich verändert zum 17er. Ja, meine liebe Leute, wir sind jetzt hier schon ein bisschen über die Karte gefahren. Wir werden sicherlich in den nächsten Folgen, und ich denke auch in der nächsten Folge, mal gucken, dass wir mit irgendwas anfangen. Da müssen wir aber mal irgendwas starten und uns ein paar Gedanken zu. Da seid ihr dann natürlich wieder herzlich willkommen, dabei zu sein, wenn Detlef und Sebastian sich ganz furchtbar unanständig verhalten und mich wieder dissen. Ich? Was? Würden die tun? Was? Habe ich das gesagt? Oh nein, ich habe es ausgesprochen. Oh, armer kleiner Mario. Aber wirklich, ja. Im Stream haben wir gesehen, die Zuschauer halten auch noch zu euch. Ich weiß auch nicht, wie das soll. Was das alles. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Päckchen Tempo für Mario dann. Ja, genau. Ah, das könnte was sein, was man bei Twitch sammeln kann. Ich suche immer noch irgendwas, die Leute müssen ja irgendwas sammeln können und die. Das könnte Tempos sein. Wir sammeln Tempos als Punkte. Coole Idee. So, jetzt aber wirklich. Für diese Folge war es das für heute. Sagt nochmal Tschüss. Bye bye, folks. Ah, keep it country. Alles Gute, bye bye und ade.